Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal habe ich bemerkt, ich sollte bei meiner Abmoderation tatsächlich stehen bleiben. Uns ist da zum Schluss noch ein Flunkiefer in den Weg gerannt. Wo ich jetzt so erstmal kein Problem mit habe. Es ist ein schönes Routen-Pokémon. Wobei ist das noch ein Routen-Pokémon? Ja. Das ist das dritte Wilde, das wir treffen. Das gilt noch als Routen-Pokémon. Weil die ersten beiden, das war ein Zubat und ein Marquita. Moment, nein, das ist kein Routen-Pokémon mehr. Wir haben noch ein Hariyama getroffen. Ein wildes. Ja. Okay. Ich darf es eh nicht fangen. Also gut. Dann lassen wir das. Dürr. Da war ja was. Das waren ja vorher drei Wilde. Dürr. Mist. Gut, dann werde ich aber auch mal wechseln auf Taku. Ja, auf Taku. Takumu ist immerhin der einzige, der irgendwelche ordentlichen speziellen Angriffe hat. Das mich ein bisschen nervt, aber na gut. Es könnte in der Liga noch scheiße werden. Werden wir dann aber sehen. So, dann ein paar Erfahrungspunkte für alle. Gut. Passt so. Oh, und Anna entwickelt sich. Sehr schön. Glückwunsch, dein Anna wurde zu Zwirklob. Oh, Baby. Und versucht gleich die Finsterfaust zu erlernen. Das ist gut. Das mag mir gefallen. Finsterfaust ist eine schöne Attacke. Dafür geht die Verfolgung, würde ich sagen. Ja. Dafür geht die Verfolgung, das finde ich ganz gut. So. Sehr schön. Man schaut sich jetzt auch gerne mal die Verteidigungswerte an. Die sind doch ziemlich hoch. Sogar höher als die von Takumu. Und Takumu war bisher unsere Wand. Wie ihr wisst. Der Angriff und Spezialangriff ist dafür nicht ganz so toll, aber hey. Das geht schon. So. Na gut. Dann wollen wir natürlich gleich gegen den Trainer kämpfen. Alex ist vorne, das ist gut. Passt, der muss noch ein Level steigen. Ich habe gehört, dass sich hier ein sehr starkes Kind herumtreibt. Bist du das? Ja, das bin ich. Mit Sicherheit bin ich das. Eine Herausforderung von Ass-Trainer Raimund. Der Ass-Trainer setzt ein Kecleon ein. Hallo Kecleon. Oh, friss erstmal den Mogelhieb. Einfach, um dir ein bisschen Schaden zu machen. Reideschrei, okay. Verteidigung sind stark, das ist nicht ganz so schön. Aber die Verteidigung von Alex ist sowieso nicht unbedingt das Beste. Alex hält aufgrund der vielen KP so viel aus. So, okay. Und ein Tentoxa. Ein Tentoxa. Bleiben wir drin. Wir haben einen Schaufler. Das sollte passen. So, Säure. Na gut. Dann mach halt. Mir doch egal. So. Und der Schaufler. Mal schauen, wie viel Schaden der macht. Immerhin über die Hälfte. Über die Hälfte ist immer gut. So. Ja, noch eine Säure. Egal. Und irgendwie schafft es Tentoxa nicht mehr mit der Säure, die Verteidigung zu senken. Womit ich aber auch absolut kein Problem habe. So. Und weg damit. Nice. Nice. So. Nächstes ist ein Rihorn. Oh. Rihorn ist ja jetzt, ist jetzt mein Gegner, ne? Grimasse, ja. Egal. Überwurf.
Orihorn, One-Hit. Gut, wahrscheinlich nur durch den Volltreffer. Aber One-Hit. Sehr schön, Alex. Sehr, sehr schön. Diese kleine Kröte ist echt stark. Ich weiß. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass ich ein sehr, sehr guter Trainer bin. So. Dann hier Alex nochmal hochheilen. Leider gehen ihm gerade so ein bisschen die AP aus. Aber das kriegen wir noch hin. Schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Ah ja, okay. Noch ein anderer Weg zur gleichen Leiter. Hm, was uns auch nur zur TM 29 bringt. Das sind die 29. 29. Oh, Psychokinese, natürlich. Natürlich ist es Psychokinese. Okay. Und schon wieder ein wildes Pokémon auf Level 42. Oh, 44 sogar. Wow. Okay. Hauen wir aber ab. Weil Flunky verbringt nicht allzu viel Erfahrung. Hm. Komisch, komisch. Ich war eigentlich der Meinung, dass es hier weitergehen würde. Aber na gut. Dann halt nicht. Ja. Blabla, Bedroher, ist mir egal. Ich hau eh wieder ab. Und durch den Rauchball auch garantiert. Das finde ich sehr praktisch. Vor allem, wenn man wirklich langsame Pokémon an der Spitze hat, weil man die trainieren will, muss, wie auch immer. Hm, ne, hier ist auch, aber auch nichts weiter. Ah, das wirkt nicht mehr, das glaube ich dir nicht. Wenn ich sage, wann der Schutz aufhört zu wirken. So, ja, da ist nochmal genau die gleiche Treppe. Hm. Da gewesen. Okay. Also scheint ich hier falsch zu... Oh, Meditalis. Hi. Ich schau mal, wie viel Schaden ich dir mache. Das ist in Ordnung. Oh, ich bin sogar schneller. Das ist gut. So gefällt mir das. Was hast denn du so? Turmkick. Oh, da fällst du jetzt gerade mal voll auf die Schnauze. Hm. Das tut mir jetzt natürlich leid. So ein bisschen. Eigentlich nicht. Psycho Plus, ja, mach ruhig. Mach halt. So, noch, und noch ein Schaufler. Mal gucken, machst du wieder einen Turmkick und fällst aufs Maul oder... Nee, machst den Gedanken gut. Na, okay. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Weil du dürftest jetzt weg sein. Genau. Wunderbar. Alex auf Level 42. Yay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Lass ihn trotzdem erstmal nach vorne. So, also hier waren wir schon mal falsch. Wie ich jetzt weiß. Hm. Der Gedanke, dass der Pokémon-Liga immer näher komme, kann ich mir vorlesen. Ich bekomme Lampenfieber. Bekommst du das? Das ist gar nicht mal so schlecht. Lampenfieber ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Im Großen und Ganzen. So, das macht man Misty. Wobei, Misty hat nicht allzu viel Verteidigung. Fällt mir jetzt gerade ein. Doof. Und die Triplette ist immer böse. Triplette ist eine ganz böse Attacke. Die natürlich auch mal prompt paralysiert. Yay. Noch eine Triplette, okay. Hat etwa 60 abgezogen. Das passt also. So, die Stärke. Sag mal her. Okay. Habe ich noch eine Top-Genesung? Nein, natürlich nicht. Mist. Dann wechseln wir mal Anna rein. Anna wird von der Triplette nicht getroffen. Das ist ganz gut. Weil Triplette ist eine Normalattacke. Und dann kann ich jetzt dadurch Misty nochmal kurz heilen.
Das Problem ist, Anna hat auch nichts, um Dodri zu treffen, weil Dodri hat immer noch vom 2-Typ normal. Und, Quatsch. Dahin. So. Okay. Aufruhr bringt auch nichts. Ja. Und ein Paraheiler. So, okay. Dann können wir jetzt wieder Misty aufs Feld schicken. So. Schauen, Aufruhr. Wird vom Lärmschutz blockiert. Nice. Ah, du bist natürlich schneller. Aber egal, die Triplette wird mich nicht besiegen. Das weiß ich. Und die Stärke reicht. Auf alle Fälle. So. Weg mit dem Dodri. Immer diese Mistviecher. Okay, als nächstes ein Stolrak. Na gut. Stolrak macht Alex. Das kriegt Alex ganz gut weg. So, denn Alex hat Schaufler. Und Schaufler macht vierfachen Schaden gegen Stolrak. Weil, Gestein, Stahl. Oder Stahlgestein, wie auch immer. Och nee, ne? Scheiße. Natürlich hat das Viech, Schutzschild. Gut, dann machen wir es mit dem Zertrümmerer. Der macht auch vierfachen Schaden. Ist aber weitaus schwächer. Oh, es reicht aber. Okay. Okay. Gut. Sage ich nichts weiter zu. Na komm. Du hättest ruhig mal die Verteidigung senken können, weil jetzt kommt eh eine Top-Genesung. Das war klar, das ist ein Ast-Trainer. Die haben immer Tränke dabei. So, komm, wenn du jetzt die Verteidigung verringerst, dann reicht die nächste Attacke. Reicht natürlich nicht. Oh, er ruft zurück. Wow. Das ist mal was ganz Neues. Das machen sie nicht oft. Taku. So ein Kadabra hält Taku am besten aus. Ah. Wobei eigentlich, rein vom Verteidigungswert her hält natürlich Anna das noch besser aus. Aber Anna kann jetzt nicht ganz so effektiv gegen das Viech kämpfen, weil ihr Angriff so schlecht ist. So, Stolrak. Ja, gut, bleibe ich halt mit Taku draußen. Ist mir jetzt auch egal. So, dann haut Taku jetzt noch einen Lehmschuss raus. Oder zwei, wenn Stolrak unbedingt ein Schutzschild einsetzen will. Und dann war es das auch. So. Okay. Gut, gut, gut. So, ich konnte gar nichts machen, hat er noch gesagt. Ich brauche Heilung. Und nur gut, dass ich so viele Limos gekauft habe. Ich wusste, dass ich die brauchen würde. So, gut. Das, das. Gut. Okay, dann schauen wir doch mal ab. Ach so, geht hier nur um ein Item. Und zwar eine Top-Genesung. Da, die nehme ich doch gern mit. Die nehme ich doch sehr, sehr gern mit. So. Was haben wir hier? Stolrak, Mensch. Das kenne ich irgendwo her, aber da hau ich ab. So viel Erfahrung bringen sie nicht, weil sie noch nicht voll entwickelt sind. Von daher lassen wir das. So, zertrümmern wir das, den Stein hier. Moment. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Oder direkt am Eingang. Quasi. Okay. Dann geht's doch eigentlich nur noch hier runter, um weiterzukommen. Kommt davon, wenn man sich in dieser in diesem Gebiet absolut nicht auskennt. Vielleicht habe ich ja hier oben doch noch irgendwas übersehen. Kann ja passiert sein.
So, aber... Hier geht es zumindest nicht nach Norden weiter. Moment, natürlich, hier geht's noch runter. Hier geht's noch runter, da war ich noch nicht. So. Ha! Genau. Na bitte. So. Dann den einmal zertrümmern. Ab. Dann den nach unten schieben. Yo. Okay. So, dann den nochmal zertrümmern. Ich bin ja nur froh, dass der Blitz dauerhaft hält, nachdem ich ihn einmal eingesetzt habe. Und ich ihn nicht ständig refreshen muss. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieht so aus, als wäre ich kurz vorm Ende. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit bisher geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Kaugummi? Naja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Noctuska. Okay. Noctuska mag zum Beispiel keine Kampfattacken. Das weiß ich. Und das werde ich nutzen. So, Zertrümmerer. Und? Kein Defense-Drop. Schade. Oh, Verwurzler. Na gut, dann heile dich mal ein bisschen. Kein Problem. Verwurzler ist an sich eine recht coole Attacke, weil man sich am Ende jeder Runde ein bisschen hochheilt. Ist vor allem bei Stallern ganz cool. So generell gesprochen. Das große Problem ist, Competitive kann man diese Attacke an sich vergessen. Weil wenn ein Pokémon verwurzelt ist, kann es nicht ausgewechselt werden. Und das ist sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Oh, da kommt der Death Drop. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das wollte ich haben. Aber ich habe nur noch zwei Zeit... Ja, zwei Zeitraumer habe ich noch. Okay, das reicht dann auf jeden Fall. So, weil noch eine... noch eine Top-Genesung sollte der Astrainer nicht haben. Ja, Nährstoffe aufnehmen, bla bla. So, sehr schön. Da haben wir es doch. Sehr gut. Sehr gut. Tja, Eddie. Die enden meine Träume. Ja, die enden hier. Genau hier. So. Ich weiß noch, dass kurz vor Ende der Siegesstraße Heiko plötzlich auf uns zukommt. Ich weiß nur nicht mehr, wann genau. Ich werde mal Misty nach vorn setzen. Weil das müsste jetzt hier eigentlich sein. Ja, das ist hier. Eindeutig, weil da ist das Ende. Ich sehe es schon. Hallo, Heiko. Hallo, Kia. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bisher ja geschafft und das verdanke ich dir. Dir, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Geht's? Egal. So, Heiko. Ich weiß, du hast den Gardevoir dabei. Und Altaria. Und du fängst mit Level 44 schon an. Das sind jetzt so ein paar Sachen, die ich nicht unbedingt sehen wollte. Aber na gut. Okay. Ja, natürlich gleich mal paralysiert. Das ist blöd. Ja, Drachentanz. Ich hab's befürchtet. Ich hab's so befürchtet. Komm, Misty, bitte. Danke. Hyperstrahl sollte jetzt reichen für das Altaria. Sollte... Ja, okay, er reicht. Wunderbar. Wunderbar. Haben wir das schon mal. Inikuro. Inikuro, ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Ich setze mal Batwoman ein. Die Frage wegen männlich oder weiblich ist wegen Anziehung, weil das hat Inikuro normalerweise immer im Moveset. Okay, weiblich. Schön. Das heißt, die Anziehung oder vor Anziehung brauche ich erstmal keine Angst zu haben. Aber vor Gesang. Na gut. Aber egal. Dafür habe ich Aufwecker. Moment.
Hier oben habe ich noch welche. Ja. So. Alles kein Problem. Oh. Gleich mal ein Hypertrank. Wow. Das ist interessant. Ja, komm, fliegen. Was soll's. Nikoro hat jetzt nichts, um sich da irgendwie vor zu schützen. Und Zuschuss, Zuschuss kann extrem böse sein. Zuschuss ist ähnlich wie Metronom. Das Pokémon setzt eine zufällige Attacke ein, die irgendein Pokémon im Team beherrscht. Deswegen, wenn man da eine gute Attackenvielfalt hat, kann Zuschuss da echt böse werden. Und da kommt das Gardevoir. Da kommt das Gardevoir. Mach ich das mit Taco oder mit Nico? Jetzt die Frage. Hm. 50 Spitzverteidigung. Ne, das mache ich lieber mit Takumu. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So. Dein stärkstes Pokémon. Und es kann Doppelteam. Warum? Warum kann es Doppelteam? Und natürlich muss das gleich mal spammen. Warum auch nicht? Aber der Lebensschuss sitzt. Das ist gut. Gardevoirs Verteidigung ist aber leider immer noch besser als die von Kadabra. Oder Simsala. Von daher reicht da auch zwei Lebensschuss nicht aus. Aber egal. Gardevoir ist jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich langsam. Und macht ordentlich Schaden. Wow. Das ist nicht so toll. Das sollte ich jetzt aber auf jeden Fall überleben. Und der Surfer verfehlt. Ah, Kacke. Genau das habe ich befürchtet. Ganz genau das. Okay. Wird Anna das aushalten? Ich schaue mal. Einfach mal nachschauen. Oh, sehr. Sehr ist gut. Dadurch kommt jetzt nicht direkt eine Attacke. Und die Finsterfaust trifft immer. Daher wollte ich jetzt Anna inwechseln. So, die Psychokinese hält Anna noch aus, aber auch nur eine. Das hatte ich mir schon gedacht. Aber das reicht auch, um das Gardevoir zu besiegen. So, nice. Sehr gut. Roselia als nächstes. Roselia als nächstes, da setzen wir Nico ein. Ich mache das hier lieber mit Nico als mit Batwoman. Einfach aufgrund der Tatsache, dass hier immer noch ein Seher ankommen wird. Und den steckt Nico besser weg. Weitaus besser. So. Na, hat natürlich nicht gereicht. Schade. Und wir haben auch kein Stat-Up bekommen. Ah, doof. Naja. So, da kommt der Seher. Okay. Macht wie viel Schaden? Ja. Gut. Das halten wir alles aus. So, noch ein Silberhauch. Ich lasse die Vergiftung jetzt erstmal noch. Edelsamen. Okay, ausgewichen. Sehr schön. Und da kommt jetzt ein Supertrank. Der sollte nicht allzu viel heilen. Oh, er heilt mehr als ich dachte. Roselia hat echt wenig KP, wie es aussieht. Na gut. Ach komm schon. Der Silberhauch darf jetzt auch mal meine Stats erhöhen. Menno. Okay, setzen wir jetzt die Top-Genesung ein. Dann sind wir gleich geheilt und sind das Gift los. So, Zauberblatt macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Weil es geviertelt wird. So, und noch ein Aeroass, um sicher zu treffen. Wunderbar. Sehr schön. So, was haben wir denn noch? Magneton. Okay, Magneton macht Alex. Ich würde eigentlich Taco einsetzen, aber
er kriegt das von den KP gerade nicht hin. Deswegen macht das lieber Alex. Alex hat einen Schaufler. Das sollte ganz gut ausreichen. So, und ich bin schneller, was ich nicht erwartet hätte. Aber gut. Wunder gibt es immer wieder. Sehr schön. Das war's dann auch für Magneton. Wow, Kian, du bist immer stärker. Das weiß ich. Brauchst du mir nicht sagen. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Ja. Red du nur. So, jetzt sind wir hier im nördlichen Prachtkolo City. Wo wir die Pokémon-Liga haben. Und hier wird es dann in der nächsten Folge weitergehen. Weil die Folge ist mehr als lang genug. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.